Ja, wir zeigen euch heute, wie man eine Kette richtig spannt beim Pocketbike. Und genau, jetzt machen wir die erstmal richtig sauber. Das sollte man auch regelmäßig machen. Dazu nehmen wir WD-40 und ein Tuch und entfernen erstmal ein bisschen den Dreck an der Kette. Dann machen wir es einfach so und drehen das ein bisschen. Gut, also nachdem wir die Kette richtig sauber gemacht haben, tragen wir jetzt Kettenwachs auf von WD-40. Damit haben wir eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht. Und ja, genau, das soll man auf der Innenseite auftragen. Und verteilen. Um die Kette dann zu spannen, muss man erstmal das Rad lösen. Dazu gibt es fünf Schrauben bei unserem Pocketbike. Das sind einmal diese beiden hier, die es auf der anderen Seite auch nochmal gibt, und eine Schraube für die Bremse. Dazu holt man sich am besten noch Unterstützung, weil man die Schrauben auf der anderen Seite gegenhalten muss, damit sie nicht mitdrehen. Die Schrauben löst man dann so weit, dass man merkt, man kann das Rad verschieben. Das gleiche auf der anderen Seite auch nochmal. So, wenn man alle Schrauben gelöst hat, kommt es darauf an, je nachdem, ob man sie lockern will, dann muss man die Kette, das Rad nach vorne verschieben. Wenn man die Kette straffer haben will, dann nach hinten. Und das kommt je nach auf den Fahrer an. Je nachdem, welches Gewicht der Fahrer hat, muss man dann immer mal wieder festschrauben, sich draufsetzen, dann gucken, wie die Kettenspannung ist. Da darf die Kette dann ungefähr so 1 bis 2 cm Spielraum haben, maximal. So, beim Feststellen ist wichtig, dass beide Schrauben auf den Seiten den gleichen Abstand haben, sonst eiert das Rad. Und wenn man die beiden Schrauben dann fixiert hat, fixiert man das Ganze noch mit den Schrauben, bei denen man dann auch diesen Abstand hier messen kann, ob das wirklich hinkommt, weil ansonsten hat man das Problem, dass das Rad eiert.